Hallo und so Leute zu einer weiteren Folge Child of Light. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert gleich irgendwas. Und komm doch her, du abscheuliche Tier. Wir haben keine Angst vor dir. Keine Ahnung. Oh. Wie machen wir das am besten? Das Zeug wollte ich eigentlich gar nicht einsammeln. Fliehen kommt ja nicht in Frage. Handeln. Blitzschlag auf alle. Was mache ich denn da? Handeln. Oh, sie kommen alle dran. Ne, auch er kommt dran. Hoffentlich geht auch er auf... Jawohl, auf Finn. Dann kann ich wenigstens mit Aurora einmal ein bisschen was machen. Oh. Ja, okay, es wird jetzt... Ich muss trotzdem weiter auf alle gehen. Das war gerade sehr gut. Nein! Handeln. Und er überholt trotzdem. Okay, er hat Aurora. Aber das heißt... Finn kommt jetzt mal dran. Was mir sehr gut gefällt. Und... Bam! Okay. Handeln. Wieder für alle. Finn scheint gar nicht so nützlich zu sein. Glaube ich zumindest. Wobei, im Endeffekt die Geister, ich weiß nicht, ob sie so treffbar sind. Bringen wir doch mal Rubella ins Spiel. Und überrumpeln erstmal alle. Ausgewichen! Langsam dürfen die doch mal kaputt gehen. Oh, wie frech. Okay, sie kriegen halt keinen Schaden durch Nicht-Magisches. Sind natürlich jetzt sauschnell. Im Vergleich zu mir mit... Oh, Rubellas Ausweichen. Ein Traum. Dass wir gerade noch nicht in... Sammelkraft. Das gefällt mir schon mal eigentlich gerade gar nicht. Und... wir wechseln einfach mal. Erstmal auf Nora. Und... machen erstmal Einlullen auf alle. Wollen wir das... Okay. Auch wenn es nicht funktioniert. Handeln. Lichtstrahl auf alle. Es war auch klar, dass es nicht durchgeht. Ich komme einfach nicht durch. Das ist dann mein Problem. Aber der Große kriegt einen Klaps auf den Hintern für die Kacke, die er da macht. Beschleunigen wir uns doch beide hier erstmal. Und hoffen, dass sie nicht schon wieder... Das Glück noch ein bisschen auf meiner Seite ist. Ja, das... Oh mein Gott! Das halten wir mal an, dass wenigstens das durchkommt. Und jetzt sind wir schnell. Und das versuchen wir doch mal... Oh, das kriegen wir, glaube ich, nicht durch. Oh mein Gott! Stopp, 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 stopp. Erst haben wir sich... ein bisschen mal Aurora heilen. Fast aus den Augen verloren. Wünsche sammeln. Das geht. Hier hinten. Brennender Schrei. Alter Schwede. Also sie mögen Aurora nicht, habe ich das Gefühl. Aber diesmal kommt da ein Sterne. Na. Oh, du bleibst stehen. So. Wechseln wir jetzt mal nicht mehr aus. Okay, jetzt sind wir alle lahm. Damit kann ich sogar fast leben. Schaden erhöhen. Handeln. Beschleunigen uns alle. Und ausgewichen. Ah, wie schön sie elegant Nora ausweicht. Ein Traum in Schleiflein. Geschwisterpaar hier gerade.
256 ein Crit-Treffer und 62. Wow! Müsst du vielleicht den Hieb mal ein bisschen stärker kriegen? Kontert die Unterbrechung. Ja, okay, damit konnte man ja rechnen. Lassen wir ihn noch mal ein bisschen hier beschleunigen uns mal ein bisschen und versuchen ihn zu halten und überholt, perfekt, unterbrochen, kontert schon wieder, ja, okay, jetzt ist er aber nicht mehr eingelullt, okay, einlullen und dann hat sie schon bald keine Magiepunkte mehr. Das heißt, das war es dann erstmal für Nora in diesem Kampf. Gruppe und wir lassen jetzt mal. Finn war schon. Lassen wir mal Robert ran. Und. Doppeltreffer. Das wollte ich mir sowieso noch angucken. Einmal. Und ist tot. Oh, das war's schon. Sehr schön. Hätte ich das gewusst. Auf jeden Fall gibt's reichlich Erfahrung und somit für jeden einen Levelanstieg. Tempo Sternstaub. Zum Tempel des Mondes, ja. Ich hätte gern noch Heilung. Wir warten nochmal ein Momentchen. Gucken wir mal, ob wir irgendwo nochmal hier Heilung kriegen. Sehr gut. Und ja, perfekt. Da, sehr gut. Und dann können wir auch rein in den Tempel des Mondes. Aurora, meine Tochter. Vater? Becken, zeige mir, woher Vater... Vater ist nicht hier lange. Meine Güte, so schnell der Text. Ohne Frage. Euer Gnaden, der Damm ist gesprengt. Das Wasser steigt Meter um Meter. Alle Höfe werden in der Flut ertränkt. Was befehlt ihr eurem ergebenen Diener? Nora, Vater liegt im Sterben. Der Damm ist gebrochen, die Pegel steigen. Du bist fast daheim bei den Deinen. Na, jetzt hör auf zu weinen. Wir retten die Welt. Ob es euch gefällt oder nicht. Was brauche ich einsammeln? Ah, diese Kiste nehmen wir mit. Wollt sich verstecken? Gott sei Dank. Wir sind jetzt da. Zeit, Leowohl zu sagen, Aurora. Gerade so ein ungutes Gefühl, weil ich kriege ja noch hier so ein paar Sachen. Also, Oculi. Pass auf dich auf. Nein, scheiße. Pass auf dich auf, grimmiger Finn. Ich geht. Und was ist mit mir? Ich bleib allein. Ich muss heim zu meiner Familie. So einfach ist das. Wir müssen alle lernen, tapfer zu sein. Viel Glück, umtriebiger Robert. Margaret ist fort, ich habe nichts mehr zu verlieren. Mach dich nicht lächerlich. Ich würde in dich investieren. Macht's gut, tapferer Rubella. Ihr applaudiert mitten im Abenteuer und verlasst einfach den Saal. Die Schau geht ohne mich weiter. Wird besser und neuer. Melancholischer Tristes, weine nicht. Erneut verlassen, mein Herz vor Trauer erbebt. So geht es uns allen irgendwann. Doch man muss glücklich bleiben, solange man lebt. Keine Sorge, für den Kampf gegen das Dunkel will ich leben. Und noch
einer weniger tristen Zukunft streben. Starker Golem, für die Rückkehr in den Palast wünsche ich dir Glück und Schwung. Alles war so einfach bisher, Baum und Felsen. Hierfür fehlt mir ein Teil, mir mangelt es an Übung. Sperr Augen und Ohren auf, du bist noch jung. Hör auf deine Eingebung. Nur die beiden. O Aurora, entrichte dem Himmel meinen Gruß, denn das Höchste vom Hohen kann ich nicht sehen. Leb wohl, Ignikolus. Ich werde euch vermissen. Macht mir bitte kein schlechtes Gewissen. Hallo? Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir treffen uns gleich nochmal alle Leute. Nicht, weil ich hier jetzt noch Verteidigungselixier oder so finde. Nein, war dieses Ding noch von Ignik oder das zu öffnen ist. Ah, das wollte ich nicht. Kisten nehmen wir natürlich mit. Du bist so großherzig und gut, Aurora. Nicht alle sind wie du. Denk immer daran. Und egal, was du sagst oder tust, das kommt bei diesen Menschen niemals an. Halte dich nicht mit Erklärungen auf, dazu ist keine Zeit. Das Leben ist zu kurz für solche Freundlichkeit. Unsere Suche jetzt unendet. Aurora, geh du nun voran. Ich folge dir als dann irgendwie. Finde ich dieses Mädel gerade verwirrend. Oh mein Gott. Stimmt. Das habe ich gefunden. Das habe ich für euch gefunden. Und das habe ich für euch gefunden. Okay, dann schauen wir, was jetzt passiert. Nora, wo sind wir? Folge mir. Meh. Oh, schade, ich hab gehofft, da unten ist was. Stiefmutter, Cordelia, meine Schwester. Aurora, all der Daos. Wo bin ich? Wo ist Vater? Wie? Du, der ruht sich aus. Ergreift sie! Was tust du? Sind wir nicht Familie, du und ich? Es tut mir leid, Aurora. Zusammen gehören wir nicht. Schwester Nora. Nox ist mein wahrer Name. Ich mag dich, aber Familie waren wir nie. Ich bin von königlichem Blut, wie sie. Ich bin Umbra. Die niedere Hochzeit mit deinem Vater war reine Fantasie. Das ist Blasphemie! Elende, dir wird der Atem in der Kehle stocken. Und zu deines Vaters großer Qual verwandle ich eure Leiber in Knochen. Das ist einer schwachen Familie Schicksal. Ich bin rechtmäßige Herrscherin von Lemuria. Du bist meines Feindes Balk. Was hat mein Vater dir getan? Wer? Dieser alte Schalk? Du weißt es nicht? Einst aus Lemuria verbannte deine Mutter mich. Meine Mutter? Dazu fehlte ihr die Macht. Diese Hexe. Verkriechen musste sie sich. Ha! Die gestürzte Königin von Lemuria hasste mich. Und mein Zorn trifft heute
ihre Tochter, also dich. Was? Ein Schutzzauber? Die falsche Krone scheint ihn zu bergen. Wache! Im Turm soll sie 1000 Tode sterben. Ein bisschen Folter beschleunigt ihr Verderben. Ein herrlicher Himmel, so hell und klar. Könnte ich fliegen, es wäre wunderbar. In manchen Gegenden können die Menschen es. Sag mir, damit ich es nicht vergesse. Bei Zeiten decke ich das Geheimnis auf. Ich möchte nur bei dir und Vater sein. Wie wir, doch gibt es mehr. Ja, das Lebensrast eines Tages könntest du auch als Königin sein. Und muss ständig bei deinen Untertanen verweilen. Ich schicke ihm Briefe aus meinem Heim. Dummes Mädchen, fang den Wurm. Den hole ich mir im Sturm. Mama, Mama, komm mal schauen. Aurora, wo bist du? Aurora, oh! Ich bin müde, Aurora. Komm, ich helfe dir. Mein Herz. Oh, 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 mein Herz. Mama, hör auf. Du wirst ganz grün. Nein. Dieses Übel wird niemals ruhen. Für mich gibt's nur noch eins zu tun. Wächter Lemurias, höret mein Flehen, schützet meine Tochter. Sie soll der Hand meines Mörders entgehen. Befindet sie sich in Todesgefahr, dann bringt sie zu eurem Altar. Diesen Zauber spreche ich in der Stunde der Not und besiegle ihn durch meinen Tod. Ganz schön ungemütlich. Gerade. Papa, bitte hilf mir. Mutter, hörst du mich? Komm zurück, ich brauche dich. Komm zurück. So eine schöne Melodie. Wirklich richtig schöne Melodie. Dieses Lied. Ich kenne die Melodie. Einst spielte es meine Herrin, die Königin des Lichts. Ihr seid ihr Kind und kämpft gegen das Dunkel. Ihr stoßt die Nacht zurück ins Nichts. Wie sollte ich? Ein kleines Mädchen darf das nicht wagen. Ich will doch nur nach Hause. Feigling, was würde eure Mutter sagen? Walte sie unter uns in diesen Tagen. Ihr müsst eure Burg verlassen. Euch der Welt stellen, ganz allein. Zu sehen, wie sie wirklich ist. Nur so findet ihr euer wahres Heim. Helfe ich euch, schwer zu kämpfen gegen den Bösewicht und zu retten Land, Volk und Licht. Ich schwöre. Jetzt seid stark und für den Kampf bereit. Gleich seid ihr von eurer Kette befreit. Hoengu hat sich der Gruppe angeschlossen. Nicer Typ. Und ja, die höchsten Höhen. An dieser Stelle und in Richtung Kapitel 8 bedanke ich mich fürs Zuschauen dieser Folge, wo es ja doch sehr viel Background-Story gab. Und ich freue mich auf die nächste mit euch. Bis dann. Ciao, ciao. Cheerio.